Die russische Armee erhöht nach ukrainischen Angaben den Druck im Osten des Landes. Am Mittwoch mussten sich die ukrainischen Streitkräfte aus dem umkämpften Ort Soledar zurückziehen. Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin sprach davon, dass Russland eine große Anzahl von Soldaten und Waffen in den Kampf schicke. Hier ein Blick auf das russische Militär in Zahlen. Russland gilt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als zweitstärkste Militärmacht nach den Vereinigten Staaten. Vor dem Überfall auf die Ukraine verfügte Russland über rund 900.000 Soldaten, 1.500 Kampfflugzeuge, 7.600 Artilleriegeschütze und die größte Panzerstreitmacht der Welt mit 12.400 Fahrzeugen. Nachdem es Russland in den ersten Wochen des Ukraine-Kriegs nicht gelungen war, bis Kiew vorzudringen, zweifeln westliche Analysten an der angeblichen russischen Militärstärke. Irgendwann wird Präsident Putin, wird Russland das ganze Ausmaß seiner strategischen Fehlkalkulation erkennen. Außerhalb Russlands ist nur wenig über das aktuelle russische Waffenarsenal bekannt. Die Verluste auf dem Schlachtfeld haben investigative Journalisten jedoch gezählt. Niederländische Forscher der Zeitschrift Oryx haben dokumentiert, dass Russland mindestens 69 Flugzeuge, 560 Artilleriegeschütze und 1.600 Panzer verloren hat. Das ukrainische Militär geht sogar von mehr als 3.000 verlorenen russischen Panzern aus. Einige Analysten verweisen auf den T-62-Panzer, den Russland mittlerweile in der Ukraine einsetzt. Er ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Er wurde eingeführt, als die Berliner Mauer gebaut wurde. Dieses Foto stammt aus einem russischen Museum für Militärgeschichte. Gleichzeitig geht die ukrainische Regierung davon aus, dass Moskau irgendwann die Langstreckenraketen ausgehen werden. Die Fabriken könnten den erforderlichen Nachschub nicht liefern. Der Kreml behauptet hingegen, dass die Waffenfabriken buchstäblich Überstunden machten, um die Invasionstruppen zu versorgen. Präsident Putin besuchte kürzlich eine Waffenschmiede und lobte die Arbeiter. All dies macht uns zuversichtlich, dass wir den Sieg erringen werden. Mit Blick auf die russische Militärstärke und die Zerstörung ukrainischer Infrastruktur bleibt Kiew nur die Hoffnung auf massive Unterstützung durch den Westen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Sicherheits- und Militärexperten Thomas Wiegold. Schön, dass Sie hier sind. Wie schätzen Sie die militärische Stärke Russlands nach knapp einem Jahr Krieg ein? Naja, es klang in dem Bericht ja auch schon an, Russland hat Verluste hinnehmen müssen, hat viel Material verloren, hat viele Menschen verloren. Auf der anderen Seite hat Russland große Quantitäten an Kriegsgerät, an Munition, an Panzern und holt sich über die Mobilisierung auch wieder neue Männer, die an die Front geschickt werden. Das Problem ist, dass diese, was im militärischen Jargon Präzisionsmunition heißt, Raketen, die sehr genau treffen und ähnliches, dass das offensichtlich nicht mehr so im Übermaß vorhanden ist. Auf der anderen Seite wird es ausgeglichen durch Masse, durch weniger präzise Raketen, durch andere militärische Vorgehensweisen, die dann eben auch die Zivilbevölkerung treffen, und durch Soldaten, die unzureichend ausgebildet, unzureichend ausgerüstet halt sterben, verwundet werden, aber dass die schiere Masse eben noch nicht beeinträchtigt ist, das ist, glaube ich, das Grundproblem, dem sich die Ukraine gegenüber sieht. Ja, was für eine Rolle spielen denn dann die 80 bis 90 zugesagten Kampfpanzer des Westens im Hinblick auf eine neue russische Offensive überhaupt? Die spielen zunächst mal sehr stark eine psychologische Rolle, nämlich die Sicht der Ukraine. Wir haben modernes Gerät, mit dem wir den Russen gegenübertreten können. Und sie können natürlich auch in dieser vergleichsweise geringen Zahl an einzelnen Frontabschnitten, an einzelnen Brennpunkten einen Unterschied machen. Man darf aber auch eins nicht vergessen, diese Lieferungen modernerer Ausrüstung, die ist für die Ukraine ein Einstieg in eine grundsätzliche Umorientierung auf westliche Militärtechnologie.
Denn das, was die Ukraine jetzt hat, diese alten sowjetischen Bestände, da gibt es zunehmend weniger Ersatzteile, irgendwann auch weniger Munition, weil neue Munition, neue Ersatzteile werden in Russland produziert und sind für die Ukraine nicht zugänglich. Es werden ja verschiedene Typen von Kampfpanzern an die Ukraine gehen. Was für eine logistische und organisatorische Herausforderung ist das für die ukrainischen Truppen? Es ist eine massive Herausforderung. Das hat die Ukraine schon jetzt. Denn wir sehen das auch bei Geschützen, bei Fahrzeugen, eigentlich bei allen möglichen Ausrüstungsgegenständen, die geliefert wurden. Die Ukraine muss damit umgehen, dass es verschiedene Ersatzteile gibt, verschiedene Spritanfordernisse unter anderem. Da reden die Fachleute von Logistikketten, die aufgebaut werden müssen. Je mehr davon, umso schwieriger ist es. Auf der anderen Seite hat die Ukraine bewiesen, dass sie diese logistischen Probleme offensichtlich sehr gut in den Griff bekommen kann. Dennoch ist ja auch das Bemühen erkennbar bei den jetzt angekündigten Lieferungen von Kampfpanzern, da möglichst einheitliche Verbände zusammenzustellen. So gibt es mit dem Leopard-Typ 2A6, ein vergleichsweise moderner Typ, gibt es eine Gruppe von Ländern unter deutscher Führung, die ein Bataillon zusammenstellen mit eben nur diesen Kampfpanzern, während Polen mit dem älteren Leopard-Typ 2A4 wiederum einen gesonderten Gefechtsverband zusammenstellt. Also es geht darum, wenn schon sehr unterschiedliches Gerät, so viel Einheitlichkeit wie möglich. Thomas Wiegold, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.